Hagel, ein hässliches Wort. Zu Recht, denn die Region hier im Südwesten Deutschlands ist die Region mit dem höchsten Hagel-Unwetterrisiko. Doch es wird was dagegen getan. Die WGV-Versicherung hat hier auf dem Flughafen Stuttgart einen Hagelabwehrflieger stationiert. Und den schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Kommt mit! Herr Kasparek, Sie impfen Gewitterwolken. Was kann man sich darunter vorstellen? Also wir bringen quasi mit unserem Flugzeug zusätzliche Kondensationskeime in die Wolke ein, sodass sich dann viele kleine Hagelkörner bilden anstatt große Hagelkörner. Wir bekommen morgens um 8 Uhr einen Wetterbericht von Radar Info aus Karlsruhe. Und im Wetterbericht steht dann quasi drin, ob wir tagsüber uns bereithalten müssen, also ob Gefahr für starke Gewitter besteht. Und wenn dem so sein sollte, müssen sich die Piloten so etwa um die Mittagszeit hier am Flughafen am Flugzeug aufhalten, sodass sie jederzeit starten können. Ist es nicht riskant und gefährlich, was Sie da tun? Wir fliegen natürlich schon relativ nah an große Gewitter ran und impfen die, aber wir fliegen nicht in das Gewitter ein. Das ist also ein wesentlicher Unterschied. Und wenn man das gelernt hat, wie man so ein Gewitter anfliegt und wo man das impft und wo man sich aufhalten kann, ist da eigentlich keine Gefahr dabei.